Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch vier wunderbare griechische Rezepte. Viel Spaß! Ich zeige euch heute die Rezepte von Bifteki, Cibabcici, Tzatziki und ein Ortsosalat. Damit ihr das Rezept gleich findet, was ihr sucht, könnt ihr auch einfach über die Zeitstempel gehen. Diese findet ihr in der Videobeschreibung. Fangen wir an mit dem Bifteki. Diese sind mit Feta gefüllte Hacksteaks. Den Feta vierteln. Gebt das Hack zusammen mit den Eiern in eine große Schüssel. Die Petersilie fein hacken und ebenfalls zum Hack dazugeben. Die Zwiebel wird fein geschnitten und ebenfalls zum Hack dazugegeben. Gebt jetzt Salz, Pfeffer und den Kreuzkümmel dazu. Vermengt das Ganze jetzt, bis eine homogene Masse entsteht. Jetzt könnt ihr die Hackmasse vierteln, dann wisst ihr genau, wie viel ihr für jeden Feta nutzen könnt. Die Bifteki Form, dabei achten, dass der Feta gut eingewickelt ist. Die Bifteki werden erstmal bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank gestellt. Als zweites Rezept sind die Cibabcici dran. Dafür wird eigentlich die Zwiebel fein püriert. Dies können wir im Camper nicht machen, darum wird sie so fein wie möglich gehackt. Bei den Cibabcicis brauchen wir kein Ei, weil wir ja nichts zum Ummanteln haben. Den Knoblauch ebenfalls fein hacken. Das Hack dazugeben und würzen mit Salz und Pfeffer. Jetzt die Cibabcici Form. Diese sollten ungefähr der Form und Größe eines Daumens nachempfunden sein. Die Cibabcicis ebenfalls erstmal kalt stellen. Und weiter geht's mit Rezept Nummer 3 und dieses ist der Tzatziki. Die Petersilie fein hacken. Das Innere der Gurke wird mit einem Löffel ausgekratzt. Dieses verhindert, dass der Joghurt verwässert. Die Gurke wird fein gerieben. Fangt schon mal an mit Würzen und zwar mit Salz und Pfeffer. Gebt den Joghurt dazu und rührt das Ganze um.
Der Tzatziki wird ebenfalls erstmal im Kühlschrank kaltgestellt. Als viertes und letztes Rezept für heute habe ich einen Ozu-Salat für euch. Ozu sind kleine Nudeln. Die Ozu-Nudeln kochen. Die gegarten Nudeln abgießen und ganz wichtig kalt abspülen. Damit die Nudeln nicht zusammenkleben, solltet ihr gleich ordentlich Olivenöl und etwas Zitronensaft dazugeben. Für alle, die bis jetzt fleißig mitgemacht haben, beim Petersilie-Hacken solltet ihr schon Weltmeister sein. Die Gurke wird gewürfelt. Die rote Zwiebel wird in feine Streifen geschnitten. Warum nehmen wir hier rote Zwiebel? Eine rote Zwiebel ist bekömmlicher, wenn man sie roh isst. Den Feta ebenfalls würfeln. Die Kirschtomaten vierteln und alles dann zu den Nudeln geben und ordentlich durchrühren. Den Salat nochmal abschmecken. Sollte er zu trocken sein, gebt noch etwas Olivenöl und bei etwas zu wenig Säure noch etwas Zitronensaft dazu. Für den besonderen rauchigen Geschmack empfehle ich das Ganze zu grillen. Ihr könnt es natürlich aber auch in der Pfanne braten. Damit geht dieses lange, aber feine Video auch langsam zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr könnt alles auch in Ruhe nochmal nachgucken. Ich freue mich über jedes Feedback und wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Chris von Camper Kulinarik.